Bei ProSieben Red musste mein Kollege Stefan Gödde den amerikanischen Internetstar Keenan Cahill interviewen. Und er war offensichtlich so begeistert über seine Anwesenheit, dass er mehrmals hintereinander eigentlich die gleiche Frage gestellt hat. Ist er für die Bühne geboren und hat das dann einfach getan? What interests us the most, of course, is, are you still nervous? So, what interests us the most, of course, is, are you still nervous? What interests us the most, of course, is. Man könnte auch sagen, what interests us the most, of course. Das ist eine der wichtigsten Fragen gewesen. Jetzt schauen wir uns die nächste Frage an. Und über die Zukunft ausgefragt und so weiter und so fort. What interests us the most, of course, is like megastars, like 50 Cent, and you know them. So, what interests us the most, of course, zum zweiten Mal. Und hier ist die dritte Frage. Okay, also er könnte ihn anrufen, aber er will ihn nicht belästigen. But, you know, what interests us the most, of course, is how are they in private, like 50 Cent, what kind of guy is he? Ja, so, what interests me the most, of course, is... Hat er jetzt zweimal gelogen? What interests us the most, of course. Wir werden der Sache nachgehen. Also dreimal können, das kann es ja eigentlich nicht uns the most of course interessen, oder? Das geht ja nicht.